Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Also, da hinter mir scheint der Mond. Es ist noch relativ früh. Und wieso ist es so früh? Ich bin beim letzten Lauf der German Cross Country GCC. Wir fahren oder ich fahre in der XC Big Bike Klasse und die startet als erstes. Also jetzt gibt es ein Frühstück und dann schleifen wir ein bisschen rum und dann geht es auch gleich schon los. Also, ich bin noch so halb am Schlafen. So, die Nacht, die war echt in Ordnung. Jetzt gibt es erstmal ein Käffchen und dann starte ich ganz gemütlich mit einer leckeren Stulle in den Tag, weil ohne Mampf kein Kampf. Hier, das ist so die Schlafsituation momentan, der Transporter. Und da kann man wunderbar drin pennen. Ich habe jetzt die Matratzen vom Anhänger hier reingemacht. Super cool. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Also da spare ich mir dann einfach den Anhänger. So gerade über die längeren Strecken fahre ich am liebsten ohne Hänger, dass es schnell geht. Hier steht dann die Teneré drin. Wunderbar. Die habe ich gestern noch geholt. Und ich bin auch super dankbar, dass ich dieses Motorrad fahren kann. Also es ist echt top repariert. Gestern noch die Papierabnahme gemacht, technische Abnahme, was aber super easy ist. Das hat innerhalb von ein paar Minuten war das erledigt. Und dann habe ich noch den Luftdruck reduziert. Ich fahre die Metzler MC 360. Ich habe es, wie gesagt, das Motorrad war die ganze Zeit bei Yamaha gestanden. Ich habe aber noch einen frischen Satz Michelin inklusive Mousse da liegen. Und ich würde mir echt in den Arsch beißen, wenn ich hier platt fahre. Aber der Boden ist in Ordnung. Also ich glaube nicht, dass es irgendwelche Steine gibt oder irgendwas, was Plattfahren begünstigt. Aber ich denke, sonst im Großen und Ganzen ist das Motorrad top vorbereitet und ich bin motiviert. Hier sieht es natürlich super chaotisch aus, aber so ist das halt, ne? In einem Männerhaushalt. Ja, ich würde sagen, ich kram jetzt erstmal alles richtig. Kaffee schmeckt auch. Mir gerade schon gemacht. Ich habe sogar die Heizbox dabei, dass ich nicht gefroren hätte. Es war aber echt angenehm von den Temperaturen. Klamotte sitzt. Jetzt ist es, glaube ich, 7:30 oder so. 8:30 ist Start. Eine Stunde fahren, relativ einfach. Jeder ein Motorrad immer im Kreis rum. Wir sind dieses Mal doch einige Tenerés. Ich freue mich und insgesamt sind es 23 Starter in der Klasse XC Big Bike. Jetzt bin ich wach. Also hier ist übrigens das Ende der Schlange fürs Klöchen. Jetzt geht's zum Vorstart. Ein bewegender Augenblick auf jeden Fall. Und ich freue mich schon, wenn es dann losgeht gleich. Und ich würde sagen, das ist doch das beste Zeichen hier in der Klasse XC Big Bike. Auf Achse anreisen, im Zelt pennen, hier eine Stunde gepflegt im Kreis fahren. Besser geht doch gar nicht, oder? Helfer und Betreuer, bitte begebt euch aus dem Vorstart. Bitte geht hinter die Absperrung.
Hättet ihr das gedacht? Ich nicht. Also
Ich bin jetzt echt sprachlos. Ja, jetzt. Erstmals hat es uns natürlich sehr gefreut, dass du wieder mit dabei bist hier bei dem ECC. Wie kommst du denn dazu? Ja, ich wäre sehr, sehr gerne mehr Leute mitgefahren, aber ich bin ständig unterwegs, um Videos zu produzieren für die Community, und jetzt hat es irgendwie geklappt. Und dass wir jetzt noch so lange bleiben, hätte, also ich hätte nie damit gerechnet. Das hat mega Spaß gemacht. Ja, das freut uns natürlich, dass es dir Spaß gemacht hat. Der Basti, wo hinten drin sitzt, hat mir ja verraten, du warst ja auch mit Klasse XC Fischweich, du warst auch ein Befürworter. Ja, bist du zufrieden, wie die Klasse angekommen ist? Absolut. Genau vor einem Jahr war ich hier und habe mit Basti gequatscht und habe gesagt, Mensch, könnte man nicht hier mal mit so einer Trainerin mitmachen? Da habe ich gesagt, ja. Und irgendwann hat er Bescheid gesagt, du, deine neue Klasse ist jetzt online, dann kannst du dich mal anmelden, wenn du Bock hast. Hammer. Ich bin total begeistert, super, super geile Leute hier am Start. Auch schön bunt gemischt. Also besser geht ja gar nicht. Nee, besser geht's überhaupt nicht. Auch tolles Feedback haben wir bekommen. Auf jeden Fall wird es das nächstes Jahr wieder geben. Und wirst du nächstes Jahr öfters mit dabei sein, wenn es geht? Wenn es geht, auf jeden Fall. Also mir gefällt es super gut. Und ich bin ja auch schon viele Jahre so ein kleiner Teil hier und fahre immer mal wieder mit. Und wenn es klappt, auf jeden Fall, bin ich am Start. Und natürlich größten Respekt an alle, die hier auf Achse anreisen. Da muss ich wirklich sagen, das ist allergrößter Respekt. Jetzt kommt Stopcase wieder drauf. Hammer geil. Also das, was ich jetzt hier heute geleistet hat, war Pillepalle, weil da steckt natürlich noch mal ein bisschen Gewicht dran, und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Anders als das Carbon-Motorrad haben wir hier eine richtig schöne umgebaute Teneré. Mega, jetzt geht's wieder nach Hause, oder? Jo. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, bei sein soll es. Genau, genau. Super Veranstaltung. Also du kommst nächstes Jahr auch mal bestimmt wieder mit. Ja, oder? Aber wahrscheinlich mit einem leichteren Sportgerät. Okay. Oder du baust ein bisschen Gepäckträger weg und dann geht es ja auch. Ja, oder? Genau. Das war eine Möglichkeit. Genau. Und andere Reifen. Genau. Grobe Stolle drauf, genau. Und eine Attacke. Genau, dann eine Attacke. Lass uns nicht unterkriegen. 300 Kilometer. 300. Ja. Also, ins auf Achse, mit Nummernschild, Namen, Rennfahren, Daumen, yay! Das ist doch mal Motivation hier. Mega, sehr, sehr cool. Hammer. Ja, das ist mal richtig das, top. Da weiß man, dass alle hinter einem stehen. Das ist cool. Und dass man alles richtig macht. Das ist cool, ja? Mega. Ja, Leute, was soll ich sagen? Also ich hätte, wie gesagt, niemals damit gerechnet, dass das irgendwie so gut läuft. Ich muss allerdings dazu sagen, der Gerhard, der ist mega gut gefahren mit seiner Ducati und hat dann mehrmals die Kette verloren, bis ich ihn nachher wieder hatte. Aber im Großen und Ganzen riesen Gaudi, und ich kann echt allen nur empfehlen, wenn ihr mal Bock habt, so ein bisschen auszuprobieren, was euer Big Bike kann, dann meldet euch in der Klasse an. Das ist eine riesen Gaudi, wie gesagt. Man sollte darauf achten, dass die Reifen gut sind. Hier auf dem Motorrad waren jetzt die Metzler MC 360 drauf mit Schlauch. Wie gesagt, die Michelin-Reifen inklusive Mousse liegen noch zu Hause. Das Motorrad war die ganze Zeit bei Yamaha gestanden. Das fahre ich ja auch nicht immer. Also danke an dieser Stelle, dass ich es nochmal fahren durfte. Und ich hoffe, dass wir dieses Motorrad noch eine Saison vielleicht behalten können, dass man vielleicht nochmal hier starten kann und vielleicht auch mal ein bisschen öfter an den Start geht. Weil das schon eine richtige Gaudi ist. Also mir hat es wirklich, wirklich gut gefallen. Und wie gesagt, das Umfeld ist auch so, dass du da als Nicht-Profi gut mitfahren kannst. Und ich muss auch sagen, dass mit diesem Motorrad sicherlich ganz, ganz viele hier in diesem Fahrerlager mega performt hätten. Und ja, es ist halt einfach, ich bin wirklich dankbar, dass ich fahren durfte. Und es hat auch Spaß gemacht, das Bike zu bauen. Alle Teile, die verbaut sind, hatten wir schon mal verlinkt, glaube ich. Also vielen Dank nochmal an alle Partner, an Carbon Fox Group für die schönen Carbon Parts. Ja, die halten alle. An den Thomas von Bikes Peak, an Off the Road. Vielen Dank dafür, dass alle dieses Projekt unterstützt haben. Und ich würde sagen, wir laden jetzt ein. Und dann sehen wir uns in 3-4 Tagen schon wieder zum neuen Video. Und dann in diesem Sinne würde ich mal auch sagen, Tschüssikowski, bis dann, Imanski.